Heute hat mein Handy. Also ich würde, gut, das liegt wahrscheinlich, da ich Mediziner bin, ausgebildeter Mediziner, warum ich das hier angeklickt habe, liegt mein Blut. Ist auch eine Schmerzung. Welches Verhalten ist richtig? Rechts vor links, Motorrad, Fahrrad, Vorfahrt. Ich muss ihn vorfahren lassen. Radfahrer. Ich muss einen Radfahrer durchfahren lassen. Erst dann darf ich. Meine Güte, das ist mal was. Welches Verhalten ist richtig? Rechts vor links, ich darf vorfahren. Ich muss vor dem roten LKW. Ich muss den roten LKW. Nein, ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. Nein, ich darf als erster die Kreuzung fahren. Ich komme ja von der richtigen Stelle. Ich fahre geradeaus, verlasse die Vorfahrtsstraße. Der Radfahrer, der Gelbe muss warten, weil ich komme ja von rechts und bin auf der Gegenspur. Der Radfahrer, der Gelbe. Gut. Der Radfahrer, ich. Nee. Der Radfahrer, ich und dann der Gelbe. Weil der bleibt ja auf der Vorfahrtsstraße. Welches Verhalten, also wir hatten mir die Frage, glaube ich, schon mal gehabt, da? Welches Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen? Höchste Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit vermindern, bremsbereit sein bei Kindern. Was müssen Sie tun bei diesem Verkehrszeichen? Geschwindigkeit verringern durch Boden und Unebenheiten, durch schnelle Lenkbewegungen den Unebenheiten. Nein, 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 nein. Geschwindigkeit erhöhen? Nein, 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 nein. Bloß nicht. Wie können Sie gerade. Schon wieder eine Kfz-Frage. Vorausschauend fahren. So. Entbehrliche Dachaufbauten entfernen. Ganzjährig mit Winterreifen fahren. Nee, nee, nee. Dann sind wir schon mal im B-Bereich. Hinter mir einer, der ganz okay fährt. Vor mir einer, der auf der Seite fährt. Wieder einer. Ach du Scheiße. Radfahrer mal wieder. Und ein zu breites Auto. Ich bremse. Ich bleibe in der Mitte. Nein, ich fahre möglichst weit rechts. Wie müssen Sie sich hier verhalten? Der Blinkglaube, oder? Die allgemein höchstzulässige Geschwindigkeit ausnutzen bei keinem. Nein, langsam fahren bei an einer Fahrzeugtür, die Fahrbahnseite geöffnet werden könnte. Gut, langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den Dingern da aussteigen können. Weil hier ist zum Beispiel Spielerzone. Und hier, der blinkt gerade. Also hat es doch was mit dem zu tun hier. Okay. Ich habe nichts gesagt hier. Weiter. Auf welchen Straßen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130? Auf Kraftfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung. Genau. Außerhalb geschlossener Straße mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen. Nein, auf Autobahn. Definitiv. Auch auf der? Also ich habe noch nie ungefähr so eine Landstraße gesehen mit zwei Streifen, die nicht getrennt voneinander waren, wo man 130 fahren konnte. Das war noch nie. Egal wo ich in Deutschland war, und ich bin schon durch fast ganz Deutschland gefahren, beruflich. Okay. Beide PKW wollen hier einparken. Wer hat Vorrang? Der rote PKW, weil er schon einparken will. So, worauf sollten Sie Mitfahrer vor den Aussteigen hinweisen? An Radwegen, Radfahrer, wartepflichtig sind? Nein, nach links. Der fließende Verkehr zu beachten ist? Genau. Nach rechts auf Fußgänger zu achten ist? Genau. Was kann dazu führen, dass Sie Warnsignale überhören? Zu lautes Auspuffgeräusch, zu lautes Radio,
Benutzen von Kopfhörern. Schauen wir mal, da überholt hier. Ach nee, da bin ja hier auf dieser Strecke aus. Also was hasse ich hier? Mach doch mal den Intervall schneller. Oh, wow. Da hat auch schon die Warnblinkanlage angehabt. Ich fahre unverändert weiter. Ich fahre so weit wie möglich links und verringere die Geschwindigkeit. Wenn ich hier anhalte, bin ich die nächste Unfallgefahr. Ich darf davor anhalten, direkt davor. Weil dann bin ich ja kein Unfallgefahr mehr. Aber wenn ich davor, also wenn ich vor den Unfall anhalte, dann habe ich ein Problem. Wodurch wird die auf einem Fahrzeug wirkende Fliehkraft bei der Kurve vergrößert? Durch höhere Geschwindigkeit, kleineren Kurvenradius. Ich weiß nicht, ob das durch höheren Luftdruck ist, aber ich, ja, Kfz-Mechaniker frage ich. Den habe ich diesmal rausgelassen, weil da liege ich mal falsch. Worauf ist beim Luftdruck bei der Reifen zu achten? Luftdruck vor längeren Fahrten verringern, okay. Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich Reserverad. Ich weiß gar nicht, ob ich eins habe. Ich hatte in allen Autos ein Reserverad. In den Kia Clarus, in dem Polo 86C GT und einmal in den anderen Polo 86C den ganzen Malen, danach in dem Peugeot 206. In den Audi R4 waren überall Reservereifen, aber ob jetzt in den Peugeot, in der Familienkutsche, in den 207, die ich jetzt lange geschoss, ein Reserverad drin ist, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, habe ich noch nie überprüft. Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung erhöhen? Ich weiß es nicht. Erhöhen. Ah. Muss ich selber überlegen. Luftdruck bei starker Beladung. Bei starker Beladung drückt es nach unten. Das heißt, Luft kann ausdringen. Deswegen muss hier die Luft erhöht werden. Okay. Auch ich lerne hier noch wieder was dazu. Was unterscheidet reine Elektrofahrzeuge von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor? Keinen direkten Schadstoffausstoß, genau. Einen geringen Luftwiderstand, nein. Ein geringes Motorgeräusch. So, dann wollen wir mal hier gucken. Auf welchen Straßen? Das waren ja alle drei, oder? Hier bin ich immer noch so fraglich. Auf Kraftfahrstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften, das können Autobahnen sein oder Landstraßen oder Feldwege. Mit mindestens zwei markierten Farbstreifen für jede Richtung. Ich habe das noch nie gesehen. Wirklich noch nie. Ich bin wirklich vielleicht im Ausland. Aber nicht mal in Polen habe ich das gesehen, wo ich nach Polen direkt reingefahren bin mit dem Auto. Also nicht nur an der Grenze, sondern wirklich reingefahren bin auf die Autobahn. Nicht mal da habe ich das gesehen. Selbst da waren Mittelstreifen als Trennung. Wirklich, das ist mir neu. Worauf ist Luftdruck bei Reifen zu achten? Zu erhöhen, genau. Luftdruck regelmäßig kontrollieren. Okay. Dann haben wir das schon mal durch. Ach, dann haben wir hier noch was. Hier waren, glaube ich, 1 Meter. Genau. Und hier Unfallstelle absichern. Nächste Telefonzelle, als wenn es das heute noch geben wird. Also wirklich, die haben Vorstellungen bei dem Spiel hier. Ach nee, ich bin Trainer, ein Fahrschultrainer. Gott, und ich muss schlafen. Aber ich bin noch nicht müde. Liegt daran, dass der Red Bull hier wirkt. Okay, das war's hier mit diesem schönen, wunderbaren Führerscheintrainer. Aufgabe 8, glaube ich. Bogen 8. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss.